ChatGPT. Du hast wahrscheinlich schon etwas von dieser künstlichen Intelligenz gehört, die deine Hausaufgaben machen kann, Webseiten programmieren kann und vieles mehr, indem du einfach danach in einem Chat fragst. Aber viel wichtiger ist die Frage, kann ChatGPT Minecraft programmieren? Und wie sieht das Ergebnis aus? Um das herauszufinden, nutze ich, wer hätte es gedacht, ChatGPT und Unity. Für diejenigen, die Unity nicht kennen, Unity ist eine Game Engine, das heißt ein Programm, womit man leichter Spiele programmieren kann. Sonst müsste man, ja, so viel Code schreiben, damit sich das Ding da bewegen kann. Never mache ich das. Also nutze ich Unity, um den Code, den ChatGPT liefert, mit allem zusammenzufügen. Fragen wir mal direkt ChatGPT. Erstelle ein C-Sharp-Skript, das eine Welt generiert wie Minecraft für Unity. Und dann mache ich mal die Lieblingsbeschäftigung von Programmierern, Steuerung C und Steuerung V. Dann starte ich das Spiel und Bugs, die man beheben muss. Natürlich meine zweite Lieblingsbeschäftigung. Nee, also war ziemlich leicht. Es fehlt nur ein Block, der gespawnt wird. Den hole ich mir hier. Und wir haben unsere Minecraft-Welt. Naja, wohl eher nicht. Hier sind ein bisschen viele Blöcke, die sehr komisch zugeordnet wurden. Dann probiere ich das mal zu beheben. Also spiele ich hier mal ein bisschen mit den Werten rum. Wieso funktioniert das direkt? Und das sieht schon mehr nach Minecraft aus. Aber es gibt ja nicht nur Grasblöcke, also fügen wir neue hinzu. Dazu frage ich ChatGPT, füge mehrere Blöcke hinzu. Ich verstehe nicht, wieso der das hier in Java ausgegeben hat. Also habe ich das hier mal umgeändert zu C-Sharp. Und dann fällt mir noch auf, dass dann zufällig entschieden wird, welcher Block platziert wird. Und es wird dann eher so ein komisches Muster ergeben und nicht wirklich sowas wie Minecraft, was ja eher von der Höhe abhängt. Also probiere ich das umzuändern. Also habe ich das hier geschrieben. Und dann kann man hier in Unity die Blocktypen einstellen. Fragt mich nicht, wieso ich die dreimal Dirt genannt habe, obwohl sie nicht Dirt sind. Und dann haben wir hier die Höhe, die man einstellen kann. Und wenn wir starten, haben wir hier verschiedene Schichten. Nur ich verstehe nicht, wieso hier unten nochmal ein Grasblock ist. Das macht für mich keinen Sinn. Auch wenn ich mir gerade den Code ansehe. Keine Ahnung, wo das Problem ist. Also ist es jetzt ein Feature. Wir haben jetzt, naja, eine Minecraft-Welt kann man das nicht nennen. Aber wir kümmern uns um unseren Spieler und die Welt wird auch noch später verbessert. Dazu habe ich ChatGPT gefragt, den Code kopiert und wir können uns bewegen. Ich wünschte, es wäre so, aber das kam raus. Und wir haben das hier. Ich kann irgendwie nach oben gucken. Und das war's. No! Liegt wohl daran, dass der Spieler runterfällt, aber die Kamera nicht. Also sorge ich mal dafür, dass die Kamera beim Spieler bleibt und dass der Spieler auf den Boden fällt. Fallen und wir sind auf dem Boden. Kann sich jetzt hier auch bewegen und sich nach rechts und nach links umschauen. Und man sieht ein bisschen klein aus. Wieso fällt man so schnell runter? Ganz realistisch. Okay, das beachten wir mal nicht. Das ist natürlich ein Feature und kein Bug. Weiter geht's. Ich stelle die Kamera höher und ganz wichtig ist dein Crosshair, dass man sich schon mehr wie Minecraft fühlt. Danach mache ich die Welt größer, indem ich hier die Werte ändere. Fügen wir mal immer eine 0 hinzu. Ist ja sehr spielbar. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt aufgenommen wird. Ja, das war keine gute Idee. Hier geht's. Wenn ich mich umdrehe. Ja, passiert gar nichts und es laggt. Okay. In Minecraft ist es ja so, dass nur die Blöcke generiert werden, die man aktuell sieht und die anderen erst später. Und das bekommt ChatGPT bestimmt nicht hin, also machen wir mal die Welt kleiner. So ist es noch akzeptabel. Nur die Welt sieht ein bisschen sehr langweilig aus. So, guckt euch das mal an. Ich habe jetzt hier Bäume, einen Himmel und einen Creeper. Ja, die Auflösung ist sehr schlecht. Ich habe keine anderen Modelle im Internet gefunden, die kostenlos sind. Deswegen muss der hier ausreichen. Und die Frage, die wir jetzt herausfinden wollen, kann ChatGPT komplexere Sachen lösen? Fangen wir mit diesem Creeper an. Der soll mich verfolgen und explodieren, wenn ich zu nah bin. Gucken wir mal. Das ist jetzt die Enemy AI, die von einer AI erstellt wird. Testen wir es mal. Ich bin sehr gespannt. Ja gut. Er verfolgt mich immerhin. Zuerst muss ich mal schneller werden und dann beobachten wir mal, was der Creeper macht. Er legt sich hier irgendwie hin. Ne, beziehungsweise der fällt einfach hin. Ich habe mit ein paar Werten gespielt und es sieht nur schlimm aus. Jetzt ist plötzlich der Creeper eine Rakete. Bro, I'm lagging! Wieso auch nicht? Also gucken wir mal, ob ChatGPT den Fehler lösen kann. Das Problem ist, dass der Creeper auf dem Boden stehen muss. Also sage ich das ChatGPT.
Und dann füge ich mal den Code hinzu. Und wenn du es mal selber ausprobieren möchtest, hast du schon wahrscheinlich festgestellt, dass man ein bisschen Kenntnisse mit Unity braucht. Und um diese dir anzueignen, empfehle ich dir diese 2D-Plattformer-Playlist. Schau sie dir an. So, gucken wir uns mal die Lösung an, die ChatGPT liefert. Die Idee ist scheinbar, dass wir einen Ground Layer haben. Das heißt, wir stellen fest, was auf dem Boden ist und dann soll er da drauf bleiben. So gebe ich den oberen Block einen Layer und dann wähle ich Boden aus. Und theoretisch sollte das klappen. Ja, er fliegt nicht. Nur der fällt immer noch um. Das Problem liegt wieder in diesem Look at Player. Ich habe jetzt auskommentiert, dass er sich bewegt. Also guckt er mich jetzt nur an. Und wir sehen, das ist scheinbar dieses Look and Player. Das Problem hatte ich schon in diesem Video, wo diese Aliens sich auch so komisch rotiert haben. Das heißt, da muss irgendwas geändert werden. Um dieses Problem zu lösen, habe ich mir ein Tutorial angeschaut. Hello, friends. Und ich habe einen Creeper, der mir folgt und sich einfach dreht, aus irgendeinem Grund. Okay, ChatGPT hat es auf jeden Fall nicht hinbekommen, dass der Creeper richtig mich verfolgt. Irgendwie tut er das, dreht sich plötzlich irgendwie um. Und der sollte nur eine Geschwindigkeit von 5 haben und ich 10, aber hat er irgendwie nicht. Der ist irgendwie viel schneller als ich. Aber eine komplexere Sache möchte ich noch ausprobieren. Und zwar, ob ich ein Inventarsystem haben kann. Dazu habe ich ChatGPT gefragt, programmiere ein Inventarsystem in Unity, C#. Und das kam raus. Im Grunde erzeugt es einfach nur eine Liste, wo man Items hinzufügen kann. Und jetzt mal gucken, ob ChatGPT einbauen kann, dass ein Item hinzugefügt wird, dann wenn ich einen Block entferne. Und in diesem Fall bedeutet Prefab gleich Block. Ich probiere es nämlich ein bisschen genauer zu beschreiben. Mal gucken, was passiert. Das ist das Ergebnis. Zusammengefasst wurde es einfach nur so geändert, dass man ein Game-Object speichern kann statt einen Wert. Und hier haben wir noch ein Script, was dann die Blöcke bekommt. Und wenn man die anklickt, verschwinden die. Und dann wird es hier ins Inventar hinzugefügt. Aber funktioniert das überhaupt? Dann probieren wir es mal in-game aus. Und es hat funktioniert. Man kann hier Blöcke abbauen. Nur man sollte lieber kein Loch buddeln und runterspringen, sonst passiert das hier. Und wir haben ein Problem. Ich kann jetzt zwar rumklicken und die Blöcke entfernen, aber woher wissen wir, dass die Blöcke der Liste hinzugefügt wurden? Und dass man es dann später, wenn man das ausbauen würde, irgendwie anzeigen könnte. Dazu müssen wir die irgendwo ausgeben. Ich möchte das mal hier in der Konsole ausgeben, weil die ganzen Items anzuzeigen, UI einzubauen, wäre viel zu aufwendig und das könnte ChatGPT nicht machen. Man müsste das ja selber alles zeichnen und so. Also gebe ich das hier in der Konsole aus, damit man weiß, ob ChatGPT das überhaupt gelöst hat. Und um das anzuzeigen, frage ich direkt ChatGPT. Diese Zeile Code wird hinzugefügt und wenn wir jetzt den Block abbauen, kommt diese Ausgabe. Man muss bedenken, Dirt.0 und so weiter ist ein Grasblock. Und wenn wir jetzt hier uns weiter buddeln, sehen wir, haben wir Dirt, dann Stone, das habe ich auch Dirt genannt. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, dass man trotz ChatGPT Kenntnisse in Unity braucht und falls du dir diese Kenntnisse aneignen möchtest, kann ich dir diese Playlist hier empfehlen. Schau sie dir gerne an, da lernst du die Basics von Unity und dann kannst du auch ChatGPT nutzen, um coole Projekte zu erstellen.